Merkel Ahnenhoff in dieser Mittagssession. Siegerehrung nach den 3000 Meter neuen München. Obwohl, da waren schon mal zwei, drei Meter zu passen. Unter anderem mit dabei Robert Fagen, der schnelle Mann vom GLC Leipzig. Die hier möglicherweise unter 32 laufen können, das muss ganz einfach das Ziel sein. So, ein Hase ist vorneweg, bitte nicht die Flinte nehmen. Er ist dann vor Robert Faken mit der 219 und mit der 75 nach einer 57,5. Adrian König Rannenberg von der EG Stadtwerke München bei den Männern mit dabei. Und jetzt kannst du dann Start eigentlich. Ja, Start. Ja, ich dachte jetzt, hier muss der Liste, keine Ahnung, der ist sogar ziemlich schmerzlich. Und der junge Mann vom LRC Leipzig. Wir sind ja das erste Mal in 20 dabei. Und hier hat es. Auf geht's, Robert! Komm, Junge, eine Runde noch, Robert! Auf geht's, Junge! Und jetzt ziehen wir nochmal an im Applaus hier für die ersten beiden. Robert Falken ist das. Der Mann vom LRC Leipzig, U20 Mann. Dahinter mit der 219 Adrian König Rannenberg und mit der 342 800 Meter 1,57. Also eine 1,57 Durchgang, da könnte es sogar noch unter 2,27 werden. Und jetzt geht er nach vorne, Robert Wagen, der hat den 1,60. Dann wird das Ding sicher nach Hause laufen. In welcher Zeit? 2,26, 2,28, 2,30 ist, 2,33, 2,35. Was machst du, Junge? Spinnst du? Was machst du? Was soll ich machen? Ja, mit den Händen halt!